So, Wunder der Stärke. Ja, guten Tag. Du darfst noch mal was lernen, liebe Kreatur. Ne? So, aufstehen, pennen kannst du später. Ja, ein Zauber. Ist ja nicht zauberhaft. Und hier sieht man schon, wenn die Kreatur aus ihrem... Na, komm raus. Na. Was ich sagen wollte, wenn die hier drin ist, dann ist sie klein. Ne? So wie sie ganz am Anfang war. Genau, wenn man hier, wenn sie hier rauskommt, das sieht man gerade, dann wird sie zu der Größe, wo sie gerade so in real ist, tun sein. Und so. Ne? Falls ihr versteht. Steh auf, ich will zaubern. Und du sollst es sehen, du sollst es lernen. Du sollst es selber machen können. Hier. Ah, toll, hat sie schon wieder nicht aufgepasst. Ah, du siehst echt so ein bisschen aus wie so ein... Als hättest du einen dicken Pelzmantel an. Aber es ist deine natürliche Form. Ja, hallo. Guten Tag. Ja? Wie, ist dir kalt oder was? Soll ich dich auf Heizung stellen? Wir gucken nochmal, wo haben wir denn unser Nahrungswunder? Vielleicht kannst du da ja was lernen. Was liegt hier noch? Nee, das sieht nur so aus. Stein? Nein. Da, Nahrung. Flupp. Einmal mitnehmen. Wo bist du denn? Wie schnell du auch immer abhaust. Aber du sollst nicht immer was zu fressen holen. Nein, leg das hin. Dankeschön. Huch. So. Ja, guck mal, ein Zauber. Und den... Na. Mal gucken, ob das auch hier einfach so geht. Wenn ich den hier mache. Nein, geht nicht. Die passt aber auch nicht auf. Okay, also... Aber immerhin sammelt sie schon fleißig hier. Das ist ja auch schön. Schön. Okay, da hat sie gerade ein Schwein dahin geschmissen. Oh, sie kann einen Baum aufnehmen. Wunderbar, wunderbar. Das ist schön. Finde ich gut. Wahrscheinlich, weil sie größer geworden ist. Denn auch Bäume können... Was auch immer sie gerade damit macht. Baum? 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 Ja. Okay. Okay, vielleicht möchte sie etwas als Gärtner tätig werden. Man weiß es ja nicht. Hallo? Hallo? Ich wollte gerade gucken, ob hier noch ein Schaf ist. Wollte mich ganz leise anschleichen. Ich meine, irgendwo in den Bergen soll noch eins sein. Aber ich meine, es sollen noch überall welche sein. Aber ich glaube, also eins, da weiß ich schon, dass es nicht mehr da an der Stelle, wo es eigentlich war. Daher vermute ich mal, dass unser Tiger das schon verputzt hat. Ja, so als Zahnseide einmal missbraucht oder sowas. Egal, ich will jetzt auch nicht da länger die Dinger suchen. Also nee, die Schafe, die Blökis, das sind ja keine Dinger. Das sind auch nur Lebewesen. Mit Wolle dran. Dran geklebt mit doppelseitigem Klebeband. Damit das nicht so auffällt. So. Ja, was macht unser Dorf denn? Wollen die irgendwas haben? Ich meine, ja, gut, klar, die wollen Nahrung haben. Da kann ich auch nichts für. Aber ich kann ihnen ein bisschen helfen. So, einmal ein bisschen Nahrung nehmen, reinschmeißen. Wunderbar, hat wahnsinnig viel gebracht. Genau, ich kann ja nochmal hier, vielleicht mag unsere Kreatur ja das Wasserwunder, das Regenwunder. Man kann die Spender leider nicht mitnehmen. Da hinten war übrigens auch noch eine Schriftrolle, eine silberne. Kreatur. Da bist du. Na, komm mal mit. Ja, mitkommen. Wir machen jetzt Folgendes. Mal gucken, ob du das jetzt wenigstens lernen kannst. Hier, ja, guckst du? Ja, wunderbar. Und da sieht man, oh, da erscheint über ihr eine, hier eine Glühbirne, so heißt das Ding. Das vergisst man ja auch schnell, ne? Jetzt, wo es nur noch Energiesparlampen und sowas gibt, vergisst man schnell, dass es eigentlich Glühbirnen sind, diese runden Teile da. Aber das nur nebenbei. Die Älteren werden sich erinnern. Oder die Hausmeister. Und andere natürlich auch. Oh, hallo. Guten Tag. Oh. So, auf jeden Fall hat sie schon das Wasserwunder jetzt zu 39% erlernt. Ja, das ist schon mal ein bisschen. Es gab auch die Anregung, ob ich denen die Wunder nicht offscreen beibringen sollte. Weil das dauert doch schon ein ganzes Weilchen. Ne? Man sieht das schon, also der Tiger ist jetzt auch nicht der allerlernfreudigste. Guck mal. Aber auch der, man sieht es, er lernt.
Es dauert halt etwas länger. Hätten wir zum Beispiel jetzt den Affen genommen, würde der schneller lernen. Das heißt, der kann die Wunder irgendwann schneller selber wirken. So einfach nur von frei sich aus, so zack, und ist ein Wunder da. Raucht das jetzt, weil er da hingedingst hat, oder? Egal. Auf jeden Fall, der Tiger ist halt, was so das Kämpferische und das Kriegerische angeht, ein bisschen stärker. Aber das wollen wir ja gar nicht. Nein, wir wollen gut sein. Dann finde ich das eigentlich umso lustiger, dass man aus einem eher brutalen, mörderischen Tiger so ein Flauscheviech macht. Denn auch je nachdem, wie man spielt, ob man gut spielt, ob man böse spielt, ändert sich auch das Aussehen von der Kreatur. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das in diesem Teil auch ist, im zweiten Teil gibt es das, wenn man den Wolf, also hier gibt es auch einen Wolf, wenn man den so richtig gut macht, dann ist er einfach nur lila und es sieht so albern aus. Naja, ich wollte euch nochmal was zeigen zum Thema Detailgrad. Auch wenn man sagen kann, die Grafik ist so ein bisschen arm hier und ist so ein bisschen alt, aber damals war die toll. Und vor allem, wenn man reinzoomt, 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 sieht man sogar einen Regenwurm. Oder einen Regenwurm nicht, aber einen Wurm, der aus dem Apfel guckt. Ja, ist es nicht toll? Wo hat man das schon? Gut, ist doch nur das eine da an der einen Stelle, aber es geht ums Prinzip. Ne, es geht. So. Da muss man auch nicht so wählerisch sein. Hier ist noch, oh, hier ist ganz viel Getreide. Ja, wollen wir das abernten oder so? Ja, nee, eigentlich ja nicht, aber ich meine, die haben ja genug zu essen da. So ist ja nicht. Ich würde sagen, Kreatur, wo rennst du schon wieder? Ja. Du darfst mal ein paar, haben wir hier irgendwo welche? Ah ne, wir haben hier noch genau das Wunder. Das darfst du nochmal lernen. Na, bleib stehen. Kreatur. Zack, da drauf. Und lernt sie das eigentlich auch, oder? Ja, das lernt sie auch. Hat sie erst zu 14%. Ist ein bisschen wenig. Was ich machen wollte, ist... Wo haben wir es denn? Ich wollte einen Stein haben, damit sie ein bisschen trainieren kann. Ne, damit sie auch ein bisschen stärker werden kann. Weil ich, im Prinzip ist es halt hier halt so... Learning by doing, das heißt, das, was man macht, das wird auch besser. Das heißt, wenn man ihm Stärke andrehen will, nehmen wir mal den Großen mit, den können wir ja sonst noch teilen, dann, ja, wird sie halt auch stärker. Ne? Das heißt, wenn sie viel irgendwelche Sachen durch die Gegend schleppt, wie zum Beispiel Steine, dann wird sie auch stärker. Und ich glaube, der ist zu groß. Jetzt will sie erstmal schon wieder pennen, die kann doch nicht immer schlafen. Hier, guck mal, ist immer noch ein bisschen groß. Ja, hier, nimm. Geht immer noch nicht. Der ist genauso groß, ne? Nochmal teilen. Oder musst du erst größer werden? So, nochmal geteilt. Jetzt kannst du den nehmen, ne? Aber nicht essen. Kommt auch vor. Na, und jetzt latscht damit durch die Gegend. Wunderbar. Trag den einfach mal nach Hause. Kannst du den neben den schönen Baum stellen. Ist ja auch hübsch. Kannst du dir da dein Gehege ganz voll kleistern mit irgendwelchen Quatsch? Wir haben nochmal eben ein Wasserwunder hier. Das wollen wir auch nochmal eben loswerden bei der Kreatur. Allerdings muss man aufpassen, dass sie das, also dass man ihr die Wunder, zum Beispiel wie das Wasser, auch an der richtigen Stelle beibringt. Ne, das heißt, wenn ich das Wasser jetzt einfach irgendwo in der Gegend hinklatsche, bringt das genau gar nichts, weil auch die Kreatur dann später das Wasser nur an der Stelle dann oder nur an solchen Stellen machen würde. Yay, guck mal, guck. Wunder, 47% schon. Ja. In diesem Fall war das okay, weil ich hier das über einem Baum gemacht habe. Man kann das auch... Ja, bist du aufmerksam. Wunderbar. Man kann das natürlich auch über den Feldern machen. Ich glaube, das ist auch sinnvoller, dass wir es demnächst mal machen. Und hier ist noch eine Schriftrolle. Eine Schriftrolle. Keine Schriftrolle. Und eine Sheriffrolle wäre auch toll. Egal. Gucken wir uns an, was er uns zu sagen hat. Tut mir leid. Ich habe keine Kreaturen für dich. Nö, ich habe ja auch eine. Was? Wie? Was ist das denn jetzt hier? Hallo, ich wollte... Ah, Junge. Na gut, dann nicht. Schon wieder ein Wasserwunder? Meine Güte. Dann bewässern wir nochmal die Kreatur. Nein, die kommt mit. Komm mit. Bevor ich dich zwinge. Jetzt bewässern wir mal das Feld. Ne, und genau um diese Aktion hier, dass es nicht immer so in die Länge gezogen wird, weil wir ja im Moment überhaupt irgendwie kaum vorankommen, was auch ein bisschen an meiner Spielweise liegt, war die Idee, dass man diese Wunder
offscreen beibringt. Ne? Das ist, also man hat hier ja seine Kreatur. Ne? Die hat man auch, wenn man zwischendurch andere Spiele, wie zum Beispiel ein Gefecht startet, dass man einfach ein freies Spiel hier hat. Das heißt, auch in der Zeit kann man die Kreatur einfach weiter trainieren. Oh. Ne? Und wenn man dann hier wieder zurückkommt, ist sie gerade größer geworden? Dann bleibt sie auch weiterentwickelt. Ne? Größer und stärker und besser und total flauschig und ein bisschen dick. Ja. Ich würde sagen, na, noch ein Wunder, 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 wunderbar. Zack. So, weil die da gerade in der Gegend ist, Nahrungswunder, hier, guck, übers Lagerhaus am besten. Na, nur, dass du das nochmal sehen kannst. Und dann kümmern wir uns hiernach tatsächlich mal. Wow, 29%. Ja, guck. Ja, zu essen kriegst du erstmal gar nichts jetzt, weil, ja, deswegen auch. Aus Prinzip, weil es geht. So, loben wir dich mal ganz doll, damit du immer wissbegierig bist, immer viel lernen kannst. So, hopp, mehr gibt's nicht. Mehr ist noch nicht drin. Ein Schäfchen fehlt noch, ne? Aber egal, lassen wir das Schaf einfach mal scharf sein. Ich guck mich weiter um. Oh, was ist hier denn noch? Na, machen wir später. Hier so ein schöner Platz mit ganz viel Zeugs drauf. Beine und Licht, nee, es war von der Hand. Hier sind Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wusstest du, du kannst an Personen oder beweglichen Gegenständen Markierungen anbringen? Drücke Shift und die entsprechende Zahltaste, um dem Objekt bzw. der Person zu folgen. Mit Steuerung Tabulatortaste oder Shift plus Tabulatortaste blätterst du durch die Liste der maximal 8 Markierungen. Mit der Backspace-Taste kehrst du zu deiner Ausgangsposition vor dem letzten Wechsel zu einer Markierung zurück. Wenn du eine Markierung löschen möchtest, drücke Steuerung plus Shift und die entsprechende Zahl. Ja, ein bisschen mit den Markierungen, das hatte ich ja schon mal angedeutet. So ganz dezent, ne? Ich würde sagen, guten Tag. Du bist echt ein bisschen größer, ne? So als meine Kreatur. Hallo. Ja? Oh. Der sieht ein bisschen traurig aus. Trotz seiner Größe. Egal, wir gehen hier einfach mal hin. Das ist das Dorf der Azteken. Hier zeige ich dir das erste Geheimnis. Leider glauben diese Menschen nicht an dich. Um deine Macht zu vergrößern, solltest du diese Menschen beeindrucken, bis sie an dich glauben. Dann machen wir das doch einfach mal. Siehst du das Lagerhaus? An der Fahne erkennst du, dass die Menschen Nahrungsmittel brauchen. Jo. Wenn du ihnen etwas zu essen gibst, halten sie das für ein Wunder und glauben stärker an dich. Klicke auf das Schild, wenn du mehr über die Bedürfnisflaggen erfahren möchtest. Möchten wir das? Ich klicke einfach mal drauf, man weiß ja nie. Du kannst ein Nahrungswunder nur einmal bewirken. Diese Wunder werden mit der Aktionstaste aufgenommen. Na gut, wir haben die Wunder ja schon jetzt oft genug bewirkt, aber wahrscheinlich war es so vorgesehen, dass man die Nebenquests erst nach der Hauptquest hier macht. Aber das stört uns nicht, das hier jetzt alles nochmal zu lernen. Und mit derselben Taste bewirkt. Etwa ja. So. Wunderbar. Und wieder eine Demo. Ja. Ja, ich weiß. Brauchst mir das nicht zeigen. Ah. Staunen ist ja wie ein Silvesterfeuerwerk. Menschen lassen sich dadurch wirklich beeindrucken. Yeah. Wenn du deine Kreatur an der normalen Leine führst, lernt die Kreatur ein Wunder, sobald du es bewirkst. Ach so. Versuche es. Wähle das Wunder aus und klicke mit der Aktionstaste auf das Lagerhaus im Dorf der Azteken. Alles klar, das machen wir direkt. Aber ich glaube, wir nehmen dazu einfach mal unsere Kreatur mit, dass sie schon mal weiß, wo es lang geht. Wo ist sie denn? Kreatur. Ja, brauchst du ein Gefährt? Ja, so ein Auto, dann wärst du Kreatur-Dotomobil. Ja. Komm mit, ich will dich haben. Also ich meine, ich will dich mitnehmen.
Das ist ganz schön weiter Weg, ne? Bis sie da ist, ist sie ja auch schon längst. Das ist ja echt Jogging. Wenn sie sich denn mal beeilt.